Wir sind gespannt, auch was Sobio testen kann. Es war eine lange Verletzte letzten Jahr, Knieverletzung. Die gesamte Saison ist ausgefallen. Jetzt sein erstes Rennen wieder und das auf einer für ihn Unterdistanz. Wir wollen schauen, was kann Sören Ludolf, der 800-Meter-Mann, der Zweite der deutschen Hallenmeisterschaften, und vor allem, was läuft heute Armin Tuta. Eingang, 24 Sekunden, wo sollte es sein? Man kann eine 48 durchgehen, der Video von 1,15,77 und der Mann aus Bosnien-Herzegowina. Im letzten Jahr eine 1,42 über 800 Meter. Der Weltbeste, schneller war keiner. Und er ist schon vorne, Armin Tuta. Dahinter Romeo Tesfaye und die Durchgangszeit 49, ja, ein bisschen zu langsam vielleicht. Jetzt fällt Tesfaye zurück und wir haben vorne Armin Tuta und an seinen Fersen Rudolf Sand, der Slowene. Jetzt geht er nach vorne, Tuta, aber das Ding ist noch nicht gegessen. Da kommt noch von hinten Armin Tuta aus Bosnien-Herzegowina. Er wird das Ding am Ende gewinnen. 15, 21, New Meeting Records, neuer Meeting Records.